Hallo Leute, wir freuen uns, dass ihr wieder zuschaut. Heute habe ich euch ein Set von Human mitgebracht, und zwar Police Battle Force, die Nummer 1926-2. Die fehlenden zwei von dem Vierer-Set stehen da hinten, die werden noch gemacht. So, 144 Teile für sage und schreibe den Wahnsinnspreis von 4,99 €. So sieht die Vorderseite aus. Dann haben wir die lustige Rückseite. Als Figuren sind die Bubbleheads dabei. Ich finde die irgendwie lustig. Ja. Okay, dann wollen wir doch mal schauen, was da für eine nette Überraschung drin ist. Den Bloody aus der Reihe haben wir schon gemacht. Das Coating irgendwas, was heißt Coating Supercar, was auch sonst. Nur so als Anmerkung. Das legen wir einfach nicht hier hin. Das ist so einfach. Das hier rüber. Es ist eine große Tüte da drin, aber ich sehe bereits, in der Tüte ist eine Tüte. Diese kleinen Sets sind an für sich ganz optimal verpackt. Das ist eine schöne, griffige Größe. Für die 5 Euro bekommt man was. Ich habe gelogen, es sind zwei Tüten drin. Und jede Menge Köpfe. Ui, da hat einer die Köpfe rollen lassen. Ich sehe schon mal ein paar Hosen. Das will ich doch hoffen, dass da eine anpasst. Mach keinen Ärger hier. Da brauche ich mir bei mir keinen Gedanken. So, ich habe eine an. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Nee. Anders Scherz. Das ist der Hammer. Als würde ich hier im Geschäft ohne Hose. Da hätten wir jede Menge Kunden. Ich bin so bescheuert. Warum mache ich das nicht? Ach, Spaß muss sein. Bei uns ist hier immer witzig. Jawohl. So, dann mal raus mit den Dingsteilen. Ich stelle weiter vor. Noch ein Bubblehead, also drei Stück sind dabei. Ja. Sehr gut, gefällt mir. Und hier jede Menge Hände. Das ist alles hier für die Bubble. Jetzt ja. Das Grünzeug oder kriegt einer Blumen geschenkt. Ich versuche es wert. So, dann wollen wir mal uns die Bauanleitung angucken. Die da eben gerade runtergefallen sind. Jawohl, die ja. Aufkleber. Die Aufkleber hat es erstmal zerrissen, verabschiedet oder wie auch immer. Ich baue schon mal das Lenkrad zusammen. Und ich habe noch was von meinem gestrigen 126-Hebe aufgefunden. Das gehört nicht dazu, das Teil. Das habe ich gestern runtergeschmissen. Schöne große Kiste mit Fliesen. Ja, war lustig. Viertelstunde am Boden bin ich rumgekrochen. Das sind die Aufkleber. Das sind 2, 3, 4 Stück. 4 Aufkleber. Hält sich in Grenzen. Ja. Ja, für jeden Euro ein Aufkleber. So. Es gibt Förmler gegen 2 Euro ein einzelnes Teil. Ja. Ja, genau. So. Das berühmte Faltblatt. Ja, sieht ganz gut aus. Ja, ich würde dann mal sagen, wir unterbrechen und machen einen Schnelldurchlauf. Oder hast du noch irgendwas auf der Pfanne, was du loswerden willst, bevor wir da anfangen zusammenzusetzen? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Hey, guck dir mal den Helm an. Schön bedruckt. Ich habe die Frontscheibe gefunden. Ja.
Das würde ich so gern zeigen. Oh, mein Fokus. Schade, machen wir dann später. Ja, wir mussten hier die Ringleuchte wieder abmachen. Ging erstmal platztechnisch nicht. Wir sind am Umbauen. Ja, so ganz langsam. Ja, es sind ein paar Fensterscheiben. Keine Kratzer, aber ein bisschen irgendwie milchig, ne? Ja, das passiert halt. Bei was? Da sind keine Fliegen drauf. Beim schnellen Fahren. Nee, die sind extra so gemacht, aber... Okay, wenn die extra so gemacht sind. So, dann werde ich schnell die Figuren hier zusammensetzen. Ja. So, was haben wir hier Feines? Der Rote kriegt das Dunklere. Das ist der Rechte. So. Schwarze Handschuhe an. Die haben mittlerweile auch Namen, die Bubbleheads. Vincent und Kevin sind Polizisten und Rory heißt der Verbrecher. Steht alles oben drauf. Ah ja. Falsch, richtig. Bei den Armen, also bei den Händen, müsst ihr halt aufpassen. Das sind linke und rechte Hände. Seht ihr immer am Daumen? Der Daumen muss immer nach innen zeigen vom Körper. Dann ist es richtig rum. Aber das werdet ihr merken, wenn ihr die falsch rum reinsetzt und es sieht irgendwie bescheuert aus. So. Nehmen wir den hier. Das Ding hier. Ja, eine hübsche Figur. Beine bedruckt. Vorne bedruckt, akzeptables Gesicht, finde ich in Ordnung. Ach, was ich in Ordnung finde, müssen auch nicht lange nicht andere in Ordnung finden. Genau. Die Zingao-Figuren finde ich da wesentlich besser. Psst. Ja, ist halt so. Bei uns auf dem Kanal kann man die Wahrheit sagen. Man muss da nichts beschönigen, lügen oder sowas. Muss man alles nicht. Wem es nicht gefällt, der kann einen Daumen nach unten machen oder nicht abonnieren. Ist alles seine Sache. Ich reiche sogar meine Hand. Ui. So. Okay, dann kommst du hier rein. Die richtige Hand lege ich wieder weg und heb die falsche hoch. Das ist auch nicht. Die Arme und die Hände gehen schön zusammen. Toll. Hat sich auch ein bisschen was getan. Eine Zeit lang, da hast du die ja nur mit dem Hammer reingekriegt. Haben sie es ein bisschen übertrieben mit der Klangkraft. Jetzt ist das okay. Nicht wegrennen. Sei nicht so kopflos.
auch wie der andere Polizist, Beine bedruckt, vorne bedruckt, Helm bedruckt. Den wollte ich euch vorhin zeigen, aber der wollte irgendwie nicht, der Helm. Gerade habe ich die Arme noch gelobt. Jetzt kriegt die Trickshand da nicht rein. Ne? Da sind noch zusätzliche Probleme mit der einer. Gerade noch gelobt. Ich habe schon mal ein jetzt bisschen sortiert. Okay, ja, ist auch gut so. Weil ich bin jetzt gleich fertig hier. Das Tauschen der Hand hat gereicht. Ja, nehmen wir die hier. Das ging wieder richtig flott. So. Komm her. Hier auch. Vorderseite bedruckt, Beine bedruckt. Der junge Mann hat keine. Links, der hat hier so eine Schiebermütze oder was das ist, hier auch immer. Soll eine Glatze sein oder was, weiß der Geier. Kurze blonde Haare. Kurze blonde Haare. Oh ja, alles klar. So, das sind unsere drei Figuren, die tue ich nachher im Fazit nochmal kurz vorstellen. Ja, dann werde ich jetzt unterbrechen. Und die Klemmkraft fängt an zu bauen, wie ein Weltmeister. Ja. Und dann starte ich das gleich wieder. So, dann kommen wir mal zum Fazit. Klemmkraft. Gut. Steinqualität. Super. Hier auf dem Fliesen ein paar Mikrokratzer, aber ansonsten wirklich gut. Super. Das sind die Teile, die über sind, beziehungsweise hier für die Bewaffnung. Für die Bewaffnung noch Dings. Du hast auch noch Teile. Ich habe auch noch vier Teile. Einmal Pflanzenteil. Mhm. Kann man sich auch mal hier oben drauf klöppeln. Und ja, dann würde ich doch mal sagen,
Die Aufkleber haben wir nicht drauf gemacht. Instrumente. Dann. Ja. Das ist der große Bandidos. Halt ein Bubblehead. Ist okay. Passt. Sitzt. Passt. Wackelt und hat viel, viel Luft. So, da haben wir dann hier den einen Polizisten. Sehr schön. Und den zweiten. Der hat oben einen Haken, da gehört noch ein Visier ran. So, machst du das Visier mal gerade dran? Ja, du kannst gerne. Und hier haben wir Quad Buggy, je nachdem, wie es einer benennen möchte. Ich finde es also ein sehr schönes Gerät. Und wenn ich bedenke, dass das Ganze 4,99 Euro kostet, bin ich noch mehr begeistert. Vor allen Dingen hat ja auch eine Funktion. Die Türen gehen auf. Und vor allen Dingen, die geht auch wieder zu. So. Also ein sehr, sehr schönes Set. Und? Was läuft? Ich weiß zwar nicht, was er den Haken da oben am Dings hat. Auf dem Visier ist keins dabei. Ne? Es ist nur die... Ah, die normale. Haltet euch fern von mir, ich hau zurück. Genau. Dann sollte da bestimmt so irgendwas Schritt machen. Wahrscheinlich gleich wie bei den Bombenentschärfungsdings, wo du das Visier runterklappen kannst. Ja, das ist aber nicht dabei. Oder nicht gleicher Maul, nur halt ohne Visier. Ja, hier ist er auch nicht dabei auf der Packung. Ja. Auch in der Beschreibung nicht, also ist es kein Fehlteil. Ist ein Future. Also Leute, ich finde das Set super. Auch wenn es die Bubblehead-Figuren sind. Ich finde sie schön. Ja. Und dann, wie ich schon sagte, für 4,99 Euro sehr gelungen. Ist praktisch, weil er nicht weiß, wo er seine Handschellen hinmachen kann. Kann er sich an den Kopf hängen. Der wird schon wieder albern. Deswegen wird Zeit, dass wir Schluss machen. Genau. So Leute, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, dann Däumchen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, Däumchen runter. Und abonnieren, wenn ihr es nicht schon habt. Die Klingel mal betätigen an der Seite. Dann wisst ihr immer, wenn was Neues kommt. Ja, dann würde ich doch mal sagen, wir verabschieden uns mit Baut auch so schöne Sachen. Und wie gesagt, 4,99 Euro, das muss nicht teuer sein. Schöne. Ciao.